Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner zweiten Folge von Tempest Rising. Wie ihr ja wisst, herrscht momentan die Tactical Con, eine digitale Messe über Steam verfügbar, wo ihr euch in der Zeit vom 18.07. bis zum 22.07.24 die Demo zu Tempest Rising downloaden könnt. Allerdings umfasst diese lediglich zwei Missionen pro Fraktion, einmal von der GDF und von Tempest Dynasty. Diese Mission der Tempest Dynasty werden wir heute spielen. Das andere Video, was ich bereits euch zur Verfügung gestellt habe, war über die GDF. Und wir gucken uns mal in dieser Folge an, was die gegnerische Fraktion an Missionsdesign und Tiefe und überhaupt zu bieten hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Los geht's. So, wir werden es auf jeden Fall ähnlich machen wie bei der Global Defense Forces. Wir werden easy wählen, damit das Video nicht zu lang wird. Start Demo. Welcome back, General. Command is pleased with your work. The Tempest you harvested will go a long way to fueling our cause. If you're going to be out there on the front lines, you should know more about it. The Tempest is more than a resource. That's how GDF sees it. But they are short-sighted. It is true power for everyone. Power that anyone can have. It came to us in our time of need. That's what our dynasty was founded upon. Hier machen wir das Gleiche. Keine weiteren Fragen. Understood. Let's get you back out there. Got something a little different for you, General. A naval GDF task force is a little off course. They seem to have gotten lost in the Black Sea and ended up deep in Dynasty territory. I suppose that's what happens when their scopes can't find half of our bases. That being said, they've brought enough firepower to establish a small foothold. If I may make a recommendation, perhaps you should give them a map when you turn them out of our base. Good luck, General. Okay, so, wir gucken mal, was wir für taktische Fähigkeiten bekommen für die Tempest Dynasty. Also wir erinnern uns, wir hatten bei der GDF, hatten wir die Mobilität, die Intelligenz und die Kommunikation. So, bei Tempest Dynasty haben wir die Logistik, Aggression und die Sicherheit. Wollen wir mal ganz kurz schauen, was das bedeutet. Logistik, Harvester, Manufacturing. Okay, Harvester, also Ernte. Ernte haben sozusagen 30% mehr Leben und werden um 30% schneller wiedererbaut. Rebuild, okay. Power Management. Ah, okay. Alles klar. Also, was haben wir bei Aggression? Body Armor. Die Gesundheit der Infanterie ist um 10% erhöht, betrifft mehr oder weniger alle Bodentruppen. Okay. Und bei Sicherheit, Ordnance Manufacturing, Explosive Areas for Effect of Effect are increased. Missile Trooper, Missile Turret. Okay. Da bekommen alle Einheiten, die Raketen verschießen, so wie es hier ausschaut. Havoc, Anti-Tankmine, ja, okay, bekommen, werden um 50% verstärkt. Was machen wir denn da jetzt? Ich mach mal das hier. Machen wir die Sicherheit. So, und was haben wir hier? Extended Life Generators. Distribution Mode now deals 50% less damage to structures. Power Plants have 30% Bonus, Health and Build Radius Range. Ja, machen wir das auch mal. So, Deploy. Nee, warte mal, wir wollten mal hier noch gucken, was wir hier noch haben. Was können wir denn noch kaufen? Armory.
Ah, wir können sozusagen... Nee, können wir gar nicht, oder? Ach, das brauchen wir 4, okay. Okay, wenn wir es könnten, könnten wir hier alle unsere erweiterten Trainingstechniken sozusagen auf Veteranenstatus bringen. Improved Cap-Tactic. Was? Improved Capetitors. Ich lese am besten gar nicht vor. Ihr könnt selber lesen. Improved Reality. Vehicles will reduce damage from all sources. Increased Manpower. When destroyed, all sold, all factories, tech structures and power plants will spawn a Dynasty Guard and a Missile Trooper. Ach, das hört sich doch gut an. Das machen wir mal. Was haben wir noch? Und jetzt nehme ich einfach noch das. Fertig. So, wie kriegen wir jetzt die da rein? Ach so, equip. Not enough space. Oh. Ach nö. Kann ich das wieder anequippen? Ah ja. Ja gut, dann nehmen wir die Manpower. Egal. So, deploy. A GDF naval sortie have captured one of our bases by the Black Sea. A VIP stationed at this base guarantees he possesses information worth mounting a rescue mission. Reclaim the base and the Tempest, and secure the VIP. We will deny GDF intel at least, but if it is of no value to the Dynasty, you are authorized to deal with our VIP yourself. Mm-hmm. Okay. Schauen wir mal. Hochgehen oder müssen wir? General, Physia has intel on an informant who was stationed here when GDF attacked. We cannot allow GDF to take him. Reclaim the base and secure the VIP. Technician, received and understood. Of course. Was ist jetzt hier? Warte mal ganz kurz mal gucken. Action. Disarm mine, okay, Minenentschärfung, Minen legen und reparieren, okay. Was sollen wir denn da machen? Disarm mines, okay, wir sind eigentlich, Minen sind da gelegt, also wie mache ich das? Macht das automatisch? Oh, hervorragend, der macht sogar automatisch. Das ist natürlich praktisch. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Norden.
Wir sind am Hafen, alles klar. Okay, ja, Neville hat er ja gesagt. Okay. Yes, General. Of course. They're locating them. Salvage van was captured around here. Looks like it may have been taken south. It could be valuable to keep our tanks in working order. Light it up! Give me. Moving out. Received. Whatever. Received and understood. Moving over. Yes, General. I understand. Moment. Location received. Check. Moving off. Ready for taking position. Equipment ready. I understand. Ach so, da macht es. Moment. Recover the salvage van from the GDF. Okay. Mache ich das? Ah, okay. The salvage van repairs nearby vehicles while stationary. It can be permanently deployed into a salvage center for increased repair range and build radius. Das ist ja praktisch. Of course. Kann automatisch Fahrzeuge reparieren. Ja. Ah, das ist ja cool. Recapture the Dynasty Construction Yard. Bin doch mitten da. Wo? Ach nee, das ist da oben. Okay, ist klar. Whatever you say. Getting in close. I'm moving. On the road. On it. Hang it. Fire! Yeah, okay. They're locating them. I can take.
Of course, General. General, I routed the Tempest rig to your location. All Tempest you see is yours. Deploy it in your base to start harvesting. General, construct the power plant to keep our base power in the green. Ja, die sehen ja cool aus. Ready, getting to position. On my way. Confirmed, General. Rockets, I'll get there. Received. So, Moment. Build a power plant. Constructing. Deploy the Tempest rig at the target zone. Our Tempest rig is under attack. Schatz. Construction complete. Location set. So, wo soll ich das reinsetzen? Was ist das hier? Ah, ich kann nicht das bloß hier hinsetzen. Primary objective accomplished. Alles klar. Our power plants keep base structures online and provide a large construction footprint. On my way. Now, construct the machine shop near a power plant and we can put distribution mode to work. Mach ich das? Ah. Ah, jetzt. Secondary objective accomplished. Okay, das sieht gut aus hier. Construction complete. Okay. You got the bots? I'm moving. Wait, take, wait, yes, ready, move it out. General, of course. Excellent. Now we just need to build a radar station and we can locate the spy. Our machine shops are the workhorse of the Dynasty Army. With multiple machine shops enhanced by our power plant's distribution mode, we vastly outproduce the enemy. Construction complete. Training. Oh yes, power distribution mode. I almost forgot. Try it out and watch the sparks fly. Constructing. Okay, jetzt müssen wir da Minen legen. Haben wir denn hier den Mechaniker? Unit ready. What have we got? Construction complete. Moving over. Ah! I understand. I see and understood. Unit ready. Nee, warte mal. Noch nicht. Mit C. Ah, okay. Dann machen wir doch einfach mal hier. Secondary objective accomplished. Alles klar. Unit ready. Received and understood. Yes, fully charged. With this power, our production buildings go into overdrive. Ah, however, okay. It comes with small fire risk. Ja, aber das sowas ähnliches gab es schon mal bei Command & Conquer, wo dass wir die Energie ja überreizen konnten. Können wir das irgendwann auch mal wieder hier. So. Ah ja, okay. Unit ready. Baracken. Ich finde es schade, dass wir die Gebäude nicht drehen können. Das finde ich bisschen doof. Unit lost. Ich habe das allerdings jetzt hier auch echt Glück gemacht.
Kommandeur. Radarstation, das ist wichtig. Construction complete. Das ist wirklich cool hier, dass der automatisch Fahrzeuge repariert. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist nur eine Wand, nur eine Mauer. Alles klar. Constructing. Constructing. Picking you up, hitting the room. Lost. Construction complete. All die Raketenbuggies, die haben es mir schon angetan. Das finde ich schon mal sehr geil. So, was haben wir denn hier? Missile Trooper, ja, auf jeden Fall. Construction complete. Unit ready. Flammenwerfer. Unit ready. Ah, so weit kommen wir gar nicht. Wir müssen höchstens ein Silo weiter vorbauen. Guck mal den mal hier. Unit ready. Oh, nice. Cool. So, Defenses, Buildings, hier, Radarstation. Primary objective accomplished. We've traced the VIP to a GDS stronghold in the south. Okay. It looks like they're preparing to evacuate. We can't lose the informant. Oh nein. Unit ready. Wir haben jetzt keine Zeitmission. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Wenn die zwei noch haben. Unit ready. Sag mal an. Unit ready. Tank wäre auch wichtig. Unit ready. Warte mal, haben wir noch einen? Insufficient funds. Ah, wir haben keinen Harvester mehr. Und hier? Unit ready. Harvesting System, doch. Den nehmen wir mit. Cancelled. Insufficient funds. Ja. Was kostet denn der? 1800. Unit ready. On hold. Cancelled. Insufficient funds. Ich würde sagen, schicken wir mal unsere Bodentruppen vor. Das ist das. Oh, das liebe ich so. Bäm. Hammer. Viel besser als bei der GDF. Weiß schon, welche Fraktion ich als erstes spiele, wenn das Spiel rauskommt. Cool. So. Endlich. So, und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir hier unten. Das ist ziemlich klein. Nee, dann werde ich das auch hier machen. Wenn das denn geht. Ich glaube schon. Warte mal, wir werden den. Hier. Geht das hier? Au, oh, sehr gut. Ah, sehr schön. Oder hier. Hier stört er nicht so. Cool. Perfekt. So, wir werden jetzt einfach mal einen Besuch abstatten, würde ich sagen. Was geht's? Over there? Of course. Getting in close. Oh. Fire. Locked up. Down.
ZDF has stolen our research on the properties of the Tempest. Destroy their data core to deny them access to our data. Our base is under attack. Our base is under attack. Unit lost. Oh, Mensch. Our base is under attack. Of course. Loud. Location set. Yes, Jill. Once more. Confirmed. Our base is... lost. Awaiting orders. Shoot them. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Training. Unit ready. Waste not. Target acknowledged. Unit ready. Tech center destroyed. Bring it down. Unit ready. On the roll. Over there. Unit ready. Grafik finde ich ziemlich gut. Unit ready. Getting in close. Unit ready. Unit lost. Mega. Kommen wir denn da hin? Ah, wahrscheinlich geht's da hinten hoch. Okay. So, wir warten hier jetzt mal. Mal kurz. Nehmen wir uns noch. Candles like a dream. Ja, erstmal. Missile Trooper, gun ready. Rockets ready. Give me the wood ready and waiting. Launcher here. Shifting weapon. Unit ready. Unit lost. We should sweep the bridge for mines. Where's our technician? Wo kommen die denn da immer? Confirm, General. Was ist denn da? Können wir so sehen? Unit lost. Training. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Ready. I'm moving. On the roll. Bring it down. Unit ready. Over there. On it. Whatever you say. Getting in close. Unit ready. Okay. Unit ready. Unit lost. I'm moving. Unit ready. Bring it down. Blow it up. Be advised. I'm tracking movement to your east. It looks like they're preparing for an airlift on the other side of that bridge.
I've got you authorization for the mine drop support. So, warte mal, wir können jetzt Mind Drop, wir sollen glaube ich hier. Unit ready. Balls in a fast moving aircraft. Okay, das machen wir. Dann machen wir doch einfach mal genau. Ja, genau hier. Unit ready. Das möchte ich noch sehen. Unit ready. Oh cool, okay. Säbel oder ausschalten? Oh Mann. Yes. Ah, das war easy. Cool. Das war einfach. Aber deutlich spannender, deutlich bombastischer als die Mission von der GDF. Also mir persönlich, ich fand die viel, viel besser. Gut, sie war ein bisschen kürzer, sie war letztendlich als auch nicht so schwer. Aber ich finde die Einheiten von Tempest Dynasty, die haben mir, gefallen mir bei weitem besser. Viel, viel besser. Richtig gut. Cool. Ja, meine Lieben, das war's dann leider auch schon wieder, weil wir immer noch warten müssen. Nur nicht mal ein Release-Datum, wir haben gar nichts. Also ich hoffe sehr, vielleicht ja zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft, dass Tempest Rising dann unter dem Weihnachtsbaum liegt, beziehungsweise in digitaler Form auf Steam als Full Release zu finden ist. Das wäre ein wahres Geschenk. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht und wann wir mit Tempest Rising rechnen können. So, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und konnte euch zumindest so ein bisschen einen Anreiz geben. Und ob das was für euch ist oder überhaupt, wenn ihr Informationen noch mehr haben wollt oder auch von anderen Spielen, die momentan auf der Tacticon vertreten sind, dann schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link, da könnt ihr euch über eine Vielzahl von anderen Spielen schlau machen, ob da eventuell auch was dabei ist, was euch interessiert. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.